Wenn ich dieses dämliche Radio finde, dann werde ich es töten. Okay. Oh, da ist ja noch ein Kompi. Ja, ja, das kannst du ruhig mal machen. Ich stehe dir da gar nicht im Wege. Kaputtes Terminal. Warte mal. Ist da eine Antenne dran? Nö. Fehler, irgendein Hexadezimalwert, kein Eingabegerät erkannt. Tastatur neu anschließen. Mhm. Alles klar. Keyboard not found. Ja, hast ja nicht mal eine Tastatur leisten können. Du Versager, aus dem Weg. So, war es das etwa schon mit Evergreen Mills? What? Glaub ich nicht, oder? Ah. Was für ein Lärm. Bazaar? Oh, warte mal, hier geht's noch hoch. Mm. Ach, guck mal, wie da ist. So, ich gehe hier mal rum. Och, du siehst ja niedlich aus. Pass mal auf. Der wieder mit seinem Gott. Ich mach den fertig. Robi. Robi, du versaust mir den Spaß. Robi, du hast mir den Spaß versaut. Das finde ich nicht gut. Und jetzt komme ich da unten nicht dran. Du Kacke. Jetzt muss ich da wieder runter, weil der Robi den pulverisiert hat. Wahrscheinlich komme ich gar nicht an das Zeugs dran. Ja, du suchst nach Zielen, dass du mir den Spaß verderben kannst, du Vogel. Alter, was ist denn hier alles drin? Guck mal. Schönes Mischmasch aus Zeug. Also der hat den jetzt dazu. Da ist für Ödland der Hautstadt. Ja, müssen wir wohl wieder hier drüben lang. Okay. Ich ärgere mich schon gar nicht. Robi hat mir einen Loot-Typen kaputt gemacht. Und zwar so, dass ich nicht drankomme. Guck dir das an. Der hat den in Matschebrei verwandelt. Und da kommst du nicht dran. Sowas aber auch. Druckkochtopf, ja, den brauchen wir. Ah, diese Mucke. Ich sag doch schon, immer Militärmusik, ne? Sowas von peinlich kindlich, so. Weißt du? Schnauze. Und zu diesem Kindergeträller, ne? Ziehen Leute durch die Gegend und ja, zerfetzen sich die Körper. Ist schon irgendwie, ne? Echt Perversum, ey. Oh, hallo. Was machst du denn da drüben? Robi wird ihn gleich wieder einäschern und ich habe keinen Spaß mehr. Ich finde das so geil. Hui. Na, da kannst du mal sehen, ne? Lustig! Och, du siehst aber komisch aus. Warte mal. Siehst du, Robi, ich kann das viel besser als du. Bist du jetzt böse? Ich glaube, ich habe das Radio gefunden. Stirb! So, stirb, Radio. Oh, durchschnittlich verschlossen. Da werden wir sicherlich wieder 10 H-Klammern dran ver... Ich sag's doch. Ich bin heute einfach nicht gut in dem Zeugs. So. Dann wollen wir mal schauen. Was haben wir hier noch? Ach, Granaten. Ja, ich nehme nur die Granaten mit. Und hier ein bisschen Altmetall wahrscheinlich. Ja, und eine Lackierpistole. Ich kann wieder nichts tragen. Weißt du, da müssen wir ein bisschen was hinlegen. Wir müssen schon wieder abhauen hier, weißt du das? Ach nee, warte mal. Warte mal. Warte mal, da geht doch was. Aha. Aha. Alter, dieses Mausrad, ne? Nee, ich kann mir aber momentan keine neue Maus leisten, weil ich müsste erstmal mein Rad reparieren. Ich hatte da ja schon mal was erzählt. Nämlich, es ist so,
Wir können wieder. Moment, Gleisnägel. Warte mal, wie viel habe ich da noch Platz? Oh ja, da geht schon wieder eine ganze Menge. Nee, ich hatte euch ja schon mal erzählt, also glaube ich, dass ich ja unbedingt die Bremsen an meinem Rad machen lassen muss. Weil ich einen gefühlten Bremsweg von 10 Metern habe, was bei diesen Arschkrampen, ne, die teilweise mit ihren Panzer-SUVs aus irgendwelchen Ausfahrten rausrasen, ohne darauf zu achten, dass da ein Rad kommt, einigermaßen lebensgefährlich ist. Ja, deswegen muss ich mal die Bremsen machen lassen. Und das Problem ist, dass ich das in einer Einheit zusammen mit den Schaltungshebeln und so weiter machen lassen muss. Weil das nämlich bei diesem Rad gekapselt ist. Und ich habe da so einen ganz seltsamen, so einen runden Lenker. Das kann ich euch gar nicht so recht beschreiben. Und ich glaube, sehr leicht. Das wird Haarklammern ohne Ende kosten, wollte ich gerade sagen. Und ich glaube, ich muss auch den Lenker auswechseln. Weil das neue Material an diesen Lenker nicht dran passen wird. Hört sich komisch an, ist es auch. Ach, guck mal. Was habe ich jetzt mitgenommen? War das eine Fatman? Wahrscheinlich war das eine Fatman. Ich guck mal kurz. Ja, irgendwas in der Richtung. Ui, 10. Ja gut, da müssen wir ein bisschen was wegwerfen. Den Druckkochtopf schmeiße ich nicht weg, weil der ist Gold wert. Leere Whiskyflaschen können wir durchaus. Ein Pümpel und Reinigungsmittelkartons, ja auch. Und roter Teller. So. Hui, da fliegt das Loot. Okay, Leute, Nachbarn, Landsleute, wir müssen hier mal uns wieder verziehen. Ja, Evergreen Mills ist schon lustig. Raiders ohne Ende, jau. Nö, also allgemein werde ich mit der Fahrradreparatur wahrscheinlich unter 250 Euro nicht klarkommen. Ich glaube, ich sollte hier nicht sein, weil das ist eine neue Ecke. Wo war denn der Ausgang? War der nicht hier? Ach nee, das war der Bazar. Und der Ausgang müsste irgendwo hier drüben sein. Also auf keinen Fall da. Warte mal, wo war der Computertyp? Der war da drüben. So. Dann müsste der Ausgang hier sein. Ja, genau. So, auf wie geht's. Warte mal, ich mach mal kurz den Schnellspeicherstand, falls es wieder abraucht. Wie lange sind wir dabei? 28 Minuten, das ist ja gar nichts. Meine Güte. So, da wollen wir eigentlich auch noch hin, Little Lamplight, aber ich weiß nicht, wollen wir vielleicht irgendwie ein bisschen Abwechslung machen? Megaton. Ich würde sagen, wir bringen erstmal ein bisschen Zeug nach Megaton. Habe ich da eure Zustimmung? Okay. Wie ist eigentlich unser Status? Also unser allgemeiner Status. Neutral. Vorbild der Apathie. Was soll das denn sein? Ja, ein bisschen nett sollten wir wieder sein, damit wir wieder gutes Karma kriegen. Ich überlege auch, ob ich mal einen anderen Begleiter hole. Wir haben ja noch ein bisschen Auswahl. Schön, Sie gesund und wohlbehalten wieder. Ich wollte gerade sagen, komisch, dass mir keiner hier auf den Sack geht, aber zu früh gefreut. So. Ah, dieses Mausrad, ja. Ja, also 250 Euro wird die Fahrradreparatur Minimum kosten. Weil ich halt auch keinen Bock habe, mir wieder Cantilever-Bremsen, die dann demnächst gleich wieder in Dutt gehen, wie man hier in Hamburg sagt, zu holen, sondern ich will ein paar schöne Hydraulikbremsen haben. Und die kosten alleine
Und wenn ich das richtig sehe, 150 Euro. Ja, und ich könnte mir auch die Mühe machen, das selber zu montieren alles. Das wäre mit Sicherheit dann auch noch mal eine Runde günstiger. Aber wann soll ich denn das noch bitte schön tun? So, Zykerbomben haben wir auch noch. Oh. Ich muss mir gleich mal von Robi... ich weiß nicht, ob ich das tun soll. Doch, tue ich. Jetzt wird's laut. RL3 ist einsatzbereit. RL3 ist mit allen Finessen ausgestattet, die ein guter Soldat braucht. Aber ihr RL3 kann gegebenenfalls beim Tragen von Ausrüstung behilflich sein. Nehmen wir auch mal das Altmetall. La, 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 la. Alter. Kernspaltungsbatterie. Na, ich bin überlastet. Das ist ja ganz was Neues. Ah, die Mini-Atombomben nehme ich auch mal. Ich muss ihm auch gleich die Fatman wegnehmen. Okay. Ja, ja, ich weiß. Ich bin überlastet. So, wo ist... denn die Fatman. Okay. Ja, das war lustig mit dem Supermutanten B hier, aber ich wusste gar nicht, dass man da so komisch schießen muss. Ich bin soweit. So. Ja, dann packen wir noch mal kurz hier den das Geraffel weg. Guck mal, doch, das war eine Fatman, die da drinnen lag. Ach, die müssen wir gleich mal reparieren. Kernspaltungsbatterien. Mhm. Gut. Sind immer noch überlastet, aber das wird nicht lange halten. Wir gehen hier rüber. Ah, warte mal, halt mal, halt mal, halt mal. Wo wir doch sowieso schon mal dabei sind. Ja. Waffen. Und da haben wir doch ein paar Fettmänner. Hui. Und siehst du, und schon sind wir nicht mehr überlastet. Aber jetzt machen wir noch Folgendes. Wir packen die Fatman hier mal eben rein. Fatman, Fatman. Die Mini-Atombomben haben wir immer noch hin, noch 18 Stück. Mhm. So. Ich pack noch mal die Bombes des Syker oben rein. Ja, die bringen wir nächstens auch weg. Keine Angst. Weißt du, anstatt dass ich mich mit dem dämlichen Mausrad hier rumärgere. 22 Bombes des Syker. Ja, hier die beiden Teile hier. Antike Lincoln Münzsammlung. Was wiegen die Dinger? Nehme ich mal beides mit. Beenden. So. Wie viel Uhr haben wir es denn? Ja, komm. Machen wir ruhig mal 12 Stunden Schlafi-Schlaf. Oh, ich würde jetzt auch gerne Schlafi-Schlaf machen. Aber auf der anderen Seite möchte ich gerne ein bisschen spielen. Wie gesagt, habe heute den ganzen Tag damit verbracht, da am Rechner rumzuschrauben. Nicht nur halt den Server aufzusetzen, sondern... Schön, Sie gesund und wohlbehalten. Der Rechner kam vorinstalliert mit einem Windows 10 und ihr wisst ja, ne, wenn das Teil, wenn ein Windows 10 im Originalzustand ist und man ist vernünftig optimiert, kann man mindestens 25% Leistung rausholen. Das heißt also Registry-Einträge umschreiben, Prozesse abschalten, also Services abschalten, die einfach überhaupt nichts bringen. Und so weiter und so fort, Autostart-Einträge. Man kann da schon eine Menge machen. Robi, warte mal. Habe ich eigentlich das Altmetall? Habe ich ihm das alles abgenommen? Schiete. Ich komme total durcheinander. Was Sie befehlen, Sir. Was ich befehle? RL3 ist mit allen Finessen ausgestattet, die ein guter Soldat braucht. Aber Ihr RL3 kann gegebenenfalls beim... Es wäre doch gut, wenn Bethesda das so gemacht hätte, dass der das nur bei jedem zweiten Mal sagt. Oder bei jedem dritten Mal. Das wäre doch echt geil gewesen. Ja. Was denn? Ja, hier, interessant, etwas Altmetall. Hier nehmen Sie einfach alles Altmetall, nicht gratis.
In Ordnung. Lassen Sie mich... Die Kronkorken, dankeschön. Muss jetzt los, so. Bruder. So. Älterer Bruder. Ja. Dann gehen wir jetzt noch ein bisschen handeln hier in Megaton. Und dann fahren wir nach Rivet City, würde ich sagen. Da dürften wir den Rest verkaufen können von allem Schrott. Ah, hallo. Bin gerade ein bisschen... Ja. Ich habe gerade statt Schwänzchen gelesen. Ja. Na klar doch. Warte mal. Was will ich dir denn mal verkaufen? Hier dieses, nimm das. Nimm das alles. Ja. Mhm. Okay, ich weiß echt nicht, was ich der Eulen verkaufen soll, ne? Entschuldigung. Ah, ich habe Abraxo-Putzmittel noch auf Tasche. Hier nehmen wir ein bisschen Junk, warte mal erstmal. Und fressen. So, dann gucken wir mal. Also ihr seht, wie das immer zurückschnappt, ne? Und das nervt so fucking unglaublich. Ich kann es euch sagen, also... Kartoffelchips. Ich werde nicht müde, dieses sozusagen Lincoln Stimme bloß nicht verkaufen. Obwohl wir kriegen wahrscheinlich von dem alten Zausel da drüben in Rivet City auch nur ganz wenig Geld dafür. Ihr wisst ja, letztes Mal haben wir auch nicht gerade, sind wir auch nicht gerade reich davon geworden. Eine Rakete habe ich auch noch auf Tasche. Carola, was machst du hier? Und ein Raketenwerfer. Oh, wir müssen nochmal rüber zum Haus. Entschuldigung. Also auf dem Rückweg machen wir das. Dann hör doch auf zu looten. Ja, wenn ich das mal könnte. Es ist so... Oh, Sensormodul habe ich auch noch. Alter. Aha. So, also es wird langsam echt eng hier. Mhm. Ja, sehr. Steinhartes Faulobst. Terpentin habe ich auch noch. Sag mal, habe ich denn nichts weggepackt? The fuck? So. Rest geht aufs Haus. Warte mal. So. Wir beenden einmal. Könntest du mal gucken? Tesla-Rüstung. 44er Magnum. Tesla-Helm. Heckenschützengewehr. Rest bleibt. Fertig. Und dann sehen wir mal, was es im Angebot gibt. Also hier wieder ein bisschen Ocken da, ne? Hier, die ist aber teuer. Aha, so, nee. Das, ja, das hier kann sie haben. Mausrad. Ja, wie gesagt, ich habe es einmal mit Druckluft durchgepustet. Da hatte ich das Gefühl, dass es wieder funktioniert. Ach komm. Ja, das war doch gut. Ja, das war doch gut. Nö. Hier, Weinchen. Und Weinchen. Und Beinchen. 13.705 Ocken. Mhm. Gute Jagd. So langsam kommen wir an den Kronkorken-Millionär ran. Würde ich sagen. Dankeschön. Halt mal. Ich habe hier gar nichts abgekauft. Insofern können wir da auch nochmal. Entschuldigung für die Zeitverschwendung. Oh, wussten Sie schon? Sehen wir mal, was es im Angebot gibt. So. Dann gibst du mir mal am besten das hier. Also ich weiß, ich kaufe hier massenweise Muni und werde sie wahrscheinlich niemals verbrauchen können. Aber dann werde ich halt auch ein Muni-Millionär. Verstehst du, was ich meine, ne? MF-Zellen können wir auch nehmen. Guck mal, hier, die hat sogar eine Power-Rüstung da. Stimpaks, ja. Gerne. Siehst du schon wieder. 10mm Pistole, hier nimm mal. Mausrad zum Kotzen. Ja, ja, dann machen wir es halt so. Ach komm, geht aufs Haus. So,
akzeptieren und raus Gute hier. Gute Jagd!